Und weiter geht es mit Dragon Age 2, immer noch im Kampf gegen, wie ist er noch gleich, Hybris. Und ja, wir hauen jetzt wieder mit Rock mit den Schatten um, damit die anderen Ruhe machen können. Anders, du hast, das kannst du bitte ausmachen. Dankeschön, brauchen wir gar nicht. Ja, und volle Kanne wieder hier drauf. So, wir sind wieder betäubt, ja, natürlich. So. Aber, wir sollten trotzdem mal einen Heiltrank gerade nehmen. Sicher ist sicher. Und jetzt sterb bitte. Dankeschön. Quest absolviert. Erfolg freigeschaltet. Dämonentöter. Ich habe gerade Drachentöter gelesen. Entschuldigt bitte. Was ist das? Oh, Gegner. Es geht noch weiter. Schön. Tolles Timing. Okay. Jetzt ist aber Schluss hier, bitte. So, Schatten. Nix. Hybris, was hast du dabei? Glandivalis. Waffe und Schild. Och Mann, Dolche will ich haben. Dolche. Sieht aber gut aus. 2,5% Chance, normale Gegner zu versklaven. Cool. Und irgendwie geht's auch mit den Dämonen weiter. Haben wir den Boss zu schnell umgehauen? Ich meine, wir sind stark mittlerweile geworden durch unsere Fähigkeiten. Aber sind wir so stark? So, jetzt aber bitte Ruhe. Danke. Okay, hier würde es rausgehen. Ja. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Ja, schön. Haben wir irgendwas im Raum übersehen? Nein. Gucken wir mal kurz nach oben. Ein fast geiler Anblick, aber leider nur fast. Okay, dann zurück in die Dunkelstadt. Ja, die Belohnung. Ja gut, gerade mal gucken. Vielleicht ist es sogar was für Evelyn. Ich weiß gerade nicht, was sie anhat. Sie hat ja auch viele Sachen bekommen. Zwischenzeitlich. Auch so ein kleiner Lauf, wo dann drei Waffen dabei waren. Und ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr genau, was ich ihr gegeben habe. Ich glaube, irgendeinen hässlichen Kolben, der aber relativ stark war. So von den Fähigkeiten her. So, sie hat im Moment Auvers Preis. Ja, mit Angriff, Erzeugung von Bedrohung, genau. Glandivalis, auch mit Angriff, Rüstung. Ja, Chance Gegner zu versklaven, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schön wie 17% Bedrohung. Nö, auch wenn ich kein Streitkolben-Freund bin und ich glaube, der Kolben, man sieht es jetzt leider, naja, hässlich, hässlich wie die Nacht. Aber, nö, brauchen wir nicht. Ja, gehen wir zu Evelyn. Eure Hüterin hatte diesen Tod nicht verdient. Es hätte mein Risiko sein sollen. Ich habe sie nie darum gebeten, das für mich zu tun. Sie wusste, dass ihr nicht stark genug seid, um dem Dämon zu widerstehen. Deshalb hat er euch auch ausgewählt. Warum tut ihr das? Was kann ich jetzt noch daran ändern? Macht eure Fehler wieder gut. Die meisten Blutmagier erhalten niemals eine zweite Chance. Ja, genau. Ausnahmsweise mal was halbwegs Sinnvolles von dir. Ja, auf zur Feste des Wiekommens. Ein Treffen mit König Alistair steht an. Dann hätten wir ja die Origins-Gruppe ja fast komplett durch, ne? Fehlt ja nicht mehr viel. Win noch irgendwann in der Ecke. Und das war's dann. Lasst mich raten. Das ist eure endgültige Antwort? Drei Magier sind nach Ferelden geflohen. Und ihr habt sie unter euren Schutz gestellt, als wäre es euer Recht, so zu handeln. Habt ihr da wirklich mit einer anderen Antwort gerechnet, Euer Majestät? Ein Vielleicht wäre ganz nett gewesen. Mit Vielleicht kann ich nichts anfangen. Für mich zählen nur nackte, harte Fakten. Und das solltet ihr auch so sehen. Aber vielleicht nimmt ja der nächste König, den sich Ferelden erwählt, seine Pflicht gegenüber dem Erbauer ernst. Nun ja, das war unangenehm. Eine neue Synchronstimme, zumindest in der deutschen Version. Ja. Schade, fand ich in Origins irgendwie besser. Ich grüße euch. Wie geht es euch, Euer Majestät? Es ging mir schon besser. Und wenn ich es recht bedenke, habe ich mich auch schon mal männlicher gefühlt. Das ist der Champion von Kirkwall. Aber natürlich.
Ich bin Alistair, der König für Realms. Und dies hier ist Tegan, mein Onkel. Irgendwie. Ich bin tatsächlich Tegan. Das irgendwie bezieht sich nur auf den Onkel. Euer Majestät, darf ich euch sagen, welche Ehre es ist, euch kennenzulernen? Das dürft ihr, aber ihr werdet heute die Erste, die das tut. Ich habe in Ostagar gekämpft. Was dort geschehen ist, war eine gewaltige Tragödie. Ah, ja, das war es. Aber zum Glück hat der Verantwortliche dafür bezahlt. Entschuldigt, aber wart ihr nicht früher mal ein grauer Wächter? Den Gerüchten zufolge ja. Moment mal, wart ihr nicht? Den Gerüchten zufolge ja. Ich schätze, so etwas spricht sich wohl herum. Ich hatte gehofft, wir könnten uns unterhalten. Es wäre natürlich besser gewesen, wir hätten es getan, bevor mich Meredith entmannt hat. Aber zum Glück bin ich nicht wählerisch. Ihr kennt mich? Eine Audienz beim König? Was wollt ihr? Ja, ihr kennt mich. Es überrascht mich, dass ihr überhaupt wisst, wer ich bin. Ich weiß, dass ihr aus Lothering hierher gekommen seid. Ein Flüchtling aus Ferelden, der trotz aller Schwierigkeiten etwas aus sich gemacht hat. Ich muss zugeben, dass ich gehofft hatte, euer Einfluss in Kirkwall könnte mir nützlich sein. Es gibt einige Schwierigkeiten mit Orle. Aber solange es hier keinen Vikong gibt, bleiben mir nur die Verhandlungen mit der Kommandantin. Thema vertiefen. Warum war Meredith so wütend? Ihr hattet einen Streit wegen der Magier? Nun ja, offensichtlich habe ich den Magiern gegenüber nicht dieselbe Einstellung wie die Kirche. Wir haben also eine Meinungsverschiedenheit. Und das bedeutet, die Kirche wird boshaft. So ist es nun mal. Magier haben es dort besser? Das klingt, als sei der Zirkel in Ferelden besser dran. Das sollte man eigentlich meinen, nicht wahr? Aber bedauerlicherweise steht der Zirkel nicht unter meiner Kontrolle. Ich kann nur mit Magiern außerhalb des Zirkels verhandeln. Und davon gibt es nicht besonders viele. Na, dann übernehmt den Zirkel doch einfach. Aber er gehört doch zu eurem Königreich. Warum werft ihr die Templer nicht einfach raus? Ha, das ist leichter gesagt als getan. Das heißt aber nicht, dass ihr es nicht versuchen solltet. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ferelden hatte gerade erst eine Verderbnis zu bewältigen. Erinnert ihr euch? Wir sind nicht unbedingt auf dem Höhepunkt unserer Stärke. Ist ja aber theoretisch auch schon wieder 6 Jahre her, ne? Ja. Es gibt hier viele Ferelder. Ich hoffe, euch ist bewusst, dass viele eures Volkes nach Kirkwall geflohen sind. Ja, ich weiß. Und ich wünschte, ich hätte ihnen helfen können. Die Verderbnis hat das Königreich verwüstet. Und anschließend... Nun, es war jedenfalls alles andere als friedlich. Sie sind uns natürlich jederzeit wieder willkommen. Das gilt auch für euch. Aber würdet ihr Ferelden nach so vielen Jahren in der Fremde überhaupt noch als eure Heimat bezeichnen? Ja, jetzt nicht mehr. Ja, bestimmt. Ferelden wird immer meine Heimat sein. Dann hoffe ich, dass wir euch eines Tages wieder dort begrüßen können. Wir könnten jemanden wie euch gut gebrauchen, Champion. So, und dann haben wir noch, was ist mit Orle vorgefallen? Dann wird es also zu einem Krieg kommen? Ich hoffe nicht. Dann seid ihr deutlich optimistischer als ich. Kaiserin Selene gibt ihr Bestes. Aber Orle ist momentan nicht unbedingt besonders stabil. Warum? Was ist da los? Was geht in Orle vor sich? Ach, das Übliche. Mordversuche, Aufstände und protzige Feiern mit stinkendem Käse. Und offenbar denken einige Orlesianer, dass es doch großartig wäre, ihre verlorene Provinz zurückzuerobern. Aber wir werden doch wohl kaum zulassen, dass sie uns überfallen, oder? Wie war das noch? Ja, Überfall. Ganz schlecht. Wie kann ich helfen? Denkt ihr wirklich, ich könnte etwas tun? Es könnte bedauerlicherweise bereits zu spät sein. Meredith hat früher von meiner Ankunft erfahren, als ich gehofft hatte. Was ihr allerdings tun könnt, ist, Kirkwall zu beschützen. Die Stadt wird jemanden wie euch brauchen, um zu verhindern, dass sie auseinanderbricht. Gibt es da noch eine Gefahr? Vor was genau soll ich Kirkwall beschützen? Wenn ihr mich fragt, ist die größte Gefahr für die Stadt gerade eben durch diese Tür marschiert. Aber vielleicht spricht da auch nur der ehemalige Templer aus mir. Nun ja, ich schätze, wir sollten uns langsam wieder auf den Rückweg machen. Ja, das sollten wir. Der Held von Ferelden müsste inzwischen wieder in Denerim sein. Seid doch nicht immer so förmlich. Er hat auch einen Namen, wisst ihr? Okay, ja, gut. Ja, Meredith, die große Bedrohung. Und ich mag sie ehrlich gesagt auch nicht. Und wir werden höchstwahrscheinlich dann wirklich... für die Magier zurück kämpfen. Zur Kaserne. Dort gehöre ich hin. Genau. Was hast du uns zu sagen?
Ihr habt keinen Vicomte. Es ist klar, dass ihr leidet ohne ordentliche Führung. Das verschafft euch oder eurer Kommandantin aber noch lange nicht die Autorität. Es wäre einfacher, wenn ihr kooperieren würdet. Wäre es wohl. Hauptmann der Wache? Ärger? Ja, er hat mich verfolgt. Die Templer geben sich ohnehin sehr überlegen, aber jetzt läuft das Ganze aus dem Ruder. Es gibt Beschwerden bei euch. Vielleicht will er einen einfachen Posten. Eure eigene Schuld. Offensichtlich. Nein, es gibt Beschwerden bei euch. Hauptmann Cullen sind einige beunruhigende Dinge zu Ohren gekommen. Nämlich? Dass ihr die Männer verhätschelt, ihnen eine Sonderbehandlung zukommen lasst. Jemand hat es gewagt. Wer? Wer bringt diese Beschuldigung vor? Das kommt später, ist es wahr? Anonyme Lügen. Es sind sicher irgendwelche anonymen Lügen. Namen wurden natürlich keine genannt. Kein Wunder, dass der Leutnant mich belästigt hat. Mistkerle. Wenn Sie glauben, ich verhätschle jemanden, dann meinen Mann Donnick. Ihr und ich, wir werden diese Patrouille heute Nacht abfangen. Dann seht ihr selbst, ob ich ihn verhätschle. Oder sonst jemanden unter meinem Kommando. Ihr müsst mir nicht überzeugen. Okay, ihr müsst mich nicht überzeugen. Ich glaube euch auch so. Natürlich tut ihr das. Aber niemand stellt meine Führung in Frage, ohne dass ich darauf reagiere. Cullen will wissen, ob die Vorwürfe wahr sind? Das werdet ihr ihm sagen können. Donnicks Patrouille, Hawk. Ihr und ich. Heute Nacht. Alles klar. Mich beschuldigen, weich zu sein? Nicht in diesem Leben. Ja, das ist an sich auch relativ unverständlich für mich. Das stimmt. Gut, ja, machen wir eigentlich auch direkt am nächsten. Ja, können wir eigentlich machen. Gruppe lassen wir so. Nehmen wir Meryl noch ein bisschen mit. Wo haben wir es hier? Bei den Docks. Dann kümmern wir uns direkt dann darum. Und dann ist der nächste große Schwall an Nebenmissionen auch schon wieder erledigt. Ja, was heißt großer Schwall? Allzu viel waren das ja nicht. Aber so ein bisschen was. So. Und da es hier wahrscheinlich Ärger gibt. Ja, was ist das denn? Gadisdonic. Heruntergekommene. Achso, ja, natürlich. Ich erinnere mich. Hier gab es ja was, ja. Und was ich jetzt nicht ganz verstehe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wenn wir tagsüber hier sind, dann ist doch immer noch das Tor da, oder nicht? Wo ist das Tor bei der Nacht und diese komische Holz. Ach, egal. Ja, ich glaube, Banditen haben wir auch schon erledigt. Dürften theoretisch keine mehr kommen. Auf dieser Route wird Donnick patrouillieren. Ich weiß, ihr würdet ihn nicht auf eine langweilige Patrouille schicken. Ich würde euch ja gerne ausreden lassen, aber hier gibt es irgendwo Ärger. Ach, da oben. Hoppla. Lululula, falscher Weg. So. Oh, Coterie-Schläger, okay. So, das wäre erledigt. Ja, und natürlich noch mehr. Klar. Sarah Hawk. Oder heißt das jetzt immer Champion? Ihr habt einfach so viele Gesichter, mein Freund. So, und leider muss ich hier nochmal einen Cut machen. Bis zum nächsten Mal.